So, ein etwas anderes Video wieder. Heute basteln wir mal noch ein bisschen was. Ich hatte mich noch eine Idee für so das eine oder andere 2D-Objekt. Ich weiß nur noch nicht. Dingsbums. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Ah ja, ich weiß nur noch nicht, wo ich es einbauen soll. Ich habe hier zwar Skizzen rumliegen für neue Levels, aber das ist erstmal so eine Nebensache. Note hier anhängen. Sprite. So. Laden. Wo haben wir es? Objekte, Charaktere. Leuchter. Als erstes mal den Leuchter draus und das ist so weit weg, das ist scheiße. So, und mit dem ist wirklich stehen. Ja gut, das ist ja alles 16 mal 16 von der Größe her. 9 Not anhängen. Das wird ein Animated Sprite. Müssen wir dann mal schauen, dass man Leuchter klein. Szene speichern als Objekte, Charakter. Wo haben wir es denn? Ich bin blind. Leuchter, hier war es Leuchter klein. So. Animated Sprite. Wobei, nee. Jetzt machen wir anders. Das machen wir mal anders. Machen wir mal noch eine. Noch so ein Ding. Neue Szene. Ander. Da machen wir. Ups. Nee, das war falsch. Nicht speichern. Szene. Neue Szene. Nee. Post-2D. Da haben wir ja noch eins. Sprite Datei, no Sprite Frame. Flamme 1. So hätte ich es klein machen können. Ist. Ah, ja. Ordner. Objekte, Charaktere. Wo haben wir es denn? Leuchter, dann nehmen wir. Welche Flammen nehmen wir denn mal? Das. Das. So, das Wiederholung und das lassen wir jetzt mal starten. Aha. Mal 5 FPS, machen wir 10 FPS und dann. Ja, so wird ein Schuh draus.
Wobei, nee, das. Wobei, abbrechen. Das lassen wir so. Da können wir das nämlich dann gleich einfügen. Flamme 2. Und da nehmen wir das, 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 das. Oh, das nehmen wir noch mit. So. Dann machen wir mal A10. Ja, so, das passt ungefähr. Machen wir noch eine Flamme 3. Drei. So. Flamme 3, da nehmen wir diese. Oh. Das schmeißen wir raus. Nehmen wir noch das. Öffnen. Stellen Sie 10. Und schauen Sie es mal an. Brennt super. Und noch ein eins nennen wir. Nicht Flamme. Flamme 4. Und hier. Nicht löschen. Das soll alles. Nein. Das machen wir mal jetzt auf 10 und dann wird es interessant, weil das schieben wir hier runter, das dahin, das dahin, das dahin, das dahin. Und dann, wo ist meine Kerze? Dann lassen wir es mal laufen. Ja, ich würde sagen, das passt so grob. Das bauen wir noch da rein. Szene bei schon als das ist der kleine, das ist der Leuchter, der kleine. Moment. Nochmal schließen. Flamme. So, jetzt darf es aber stimmen. Ich stehe sehen, da machen wir eine fertige Szene draus. So, dann. Flamme, das schließen wir, das brauchen wir gerade nicht mehr und dann Szene hier einfügen, Flamme. Das ist erstmal eine Flamme und jetzt brauchen wir Skript hinzufügen, das nennen wir ohne Leuchter klein, das nennen wir Leuchter wobei nee, das nehmen wir Leuchter und machen es einfach allgemeingültig. So, das. So, das brauchen wir nicht. Als
Das ist mal. Wie viele Flammen hat man? Das ist eine gute Frage. Ich habe vier, wo uns Klöver, oder? Vier. Vier, so war das Klöver. Ja, genau das. Nee. Das war so. So, damit sollte das 0 bis 4 sein. Vor C in Children. So, jetzt braucht man ein String. So, ich weiß, was fehlt. Das passt. Jetzt brauchen wir mal ein kurzes String. War x. String. Damit ich jetzt nicht suchen muss. Oh, geht das hier auf die Schnelle? C. Scheiße. Gut. Oder? Nee, funktioniert nicht. Flamme. Name mit Flamme beginnt. Dann nee, ich brauche mal den Scheiß Pfad. Flamme. Schöne Scheiße, das muss man anders machen. Das muss man anders machen. If. Machen wir anders. Punkt. Play. Und das habe ich 1 genannt, 1 bis 4. Vier, das habe ich doch hoffentlich wirklich clean geschrieben. Ja. So, jetzt if so.
das letzte Mal einfach else. So. Und ich denke, wie machst du das jetzt? So. Kann ich nicht ganz so viel setzen, weil hier muss man noch etwas dazu fügen. Und das Licht laden, Objekte, Charakter. 2D, wo haben wir es denn jetzt? Sieht man jetzt ganz scheiße. So, das geht dann hier ungefähr hin. Das speichern wir. Und da setzen wir kleiner ein Skript hinzu. Flamme erstellen. So, und jetzt wird es hässlich. Egal wie, je nachdem wie man es bezeichnen will. Weil jetzt muss ich das Licht noch hier so manipulieren. Aber ich habe da eine Idee. Eventuell muss ich dann mal mit dem Partikeleffekt arbeiten. Das bedeutet aber auch, ich werde wahrscheinlich jetzt mal kurz eine Pause machen und ich mache jetzt mal kurz eine Pause, damit ich mit dem Partikeleffekt einfach arbeiten kann und schauen kann, wie das funktioniert. Am besten. Ob ich doch mit dem Scheiß hier arbeiten muss. Ich öffne. So. Müssen wir mal. Machen wir weiter. Ich habe kurz geschaut. Machen wir das so. Ganz normal mit dem Licht. Da machen wir was ganz Einfaches. Animated Sprite. Frame changed. Verbinden. Da muss man jetzt mal immer. So. Halt. Das Ding liefert nichts zurück. Und jedes Mal, wenn der Frame sich ändert, war F. Wert, das ist ein Float. Ach, warum mache ich das so umständlich? Die Variable brauche ich nicht mal. Dann nehmen wir das Licht und Energie. Und die machen wir mit. Rand F von 0,2 bis 4. Das müsste jetzt. Nein, es passt nicht. Da muss ich noch mal gucken, was der Grund hierfür ist. Später. Sagen wir erstmal bis, einfach so erstmal bis 4. Und passt das jetzt irgendwie?
Ist das jetzt? Nee. Natürlich, hier passt ja gar nichts. Das ist der Fehler. Ach. Ja, gut. Schauen wir mal in die Hilfe. F. Hand Rand F. Return a random float. Also. Also muss man das so machen, zwischen 0 und Rand F, also zwischen 0 und 1, muss man es halt anders machen. Brauchen wir doch eine Variable. Energiewert ist ein Load und der ergibt sich gleich, der ergibt sich aus Rand i, ist 4 plus F. So. Und hier kommt dann einfach der Energiewert rein. So. Szene speichern. Kleine Leuchter. Den testen wir jetzt einfach mal. String Z. Das müssen wir anders machen. Und da setzen wir jetzt einfach das hin. Nee, nicht so, nicht doof. Das, dann nehmen wir Node. Right, das dann immer irgendwas hell. Wobei, nee. Dann fahren wir dann immer ein Color Rect. Note. Es geht einfach. Color Rect. So. Und das. Klatsch mal. Show behind parent und jetzt noch machen kann. Simulieren wir noch die Oberfläche und nehmen ein bisschen Energie raus. So. Und dann lassen wir einfach mal dieses Ding abfahren. Es funktioniert aber nicht so wie es soll. Hochinteressant. Wir müssen da noch ein bisschen was an der Energie ändern. Jetzt haben wir nicht 4, machen wir 2 draus. Szene speichern. Schwankung ist wahrscheinlich zu hoch.
Mama Anas. Da haben wir bis von 0 bis 1. Und das in den Energiewert nehmen wir dann minus 0,5. Eine scheiß Rechnung, aber eventuell hilft's. Speichern. Ja, das sieht schon ein bisschen konsistenter aus. Was passiert, wenn ich das einfach rausnehme? Das nochmal wegmache das einfach rausnehmen. So, Test. Wobei, das passt wahrscheinlich sogar noch am besten. Deswegen machen wir das jetzt. Ich hätte es gleich so machen sollen. Dann machen wir einfach Rand F, String X, V plus 0,2. So, und jetzt probieren wir es nochmal. In der Hoffnung, dass es, weil das darf nicht ausgehen. Ja, machen wir auf 0,3 und dann darf es passen. Ups. Nochmal. Genau, jetzt passt. Speichern. So, jetzt haben wir Gründe. Jetzt haben wir das könnten nehmen wir und das nehmen wir und entfernen es erstmal. So. Speichern wir die Szenerie. Jetzt haben wir ein Sprite, ein Animated Sprite und eine Flamme. Achso, der kleine Leuchter, der muss noch woanders hin. So, nochmal das Zeug überprüfen. Also, wenn es mit Flamme beginnt, das wäre ja nur das. Genau. Und das kann auch weg. Das habe ich ja eine extra Flamme gemacht. Szene speichern. Das ist der Leuchter klein. So, der Rest dürfte eigentlich relativ einfach gehen, denn neue Szene Sprite 2D. Oh, Sprite, nee, Sprite 2D. War was anderes. So, als erstes mal zwar Node 2D, aber naja, gut, ist ja noch sehr egal. Sprite. Das Laden, Objekte, Charaktere, Leuchter, Leuchter, genau, das, Offset, Moment mal, Leuchter klein, haben wir dann Offset. Machen wir das. Ja, nee, eigentlich nicht. So, jetzt brauchen wir hier noch ein zweites Sprite. Nee. Kopieren wir das einfach mal. Allerdings in dieses Sprite löschen. Irgendwas Schlimmes passiert. Scheiße läuft. Leuchter. Leuchter. Das haben wir. Das. Und da nageln wir das drauf. Und dann. Wo haben wir es? Transform. Y minus 16. So, also haben wir hier eigentlich dafür gesorgt, dass das nicht mehr verschwindet.
verschoben werden kann. Genau. So. Jetzt kaputt. Irgendwas stimmt ja nicht. Ich bin gleich wieder da. Schauen wir das gleich wieder an. Ich mach gleich weiter. So, Problem gefunden. Der Grafik war im Arsch. So, jetzt Not. Nee, nicht Not. Das war eine Se völlig eigene Szene. Wo haben wir es? Flamme. So, die Flamme haben wir hier. Drauf. Und hier nee, nicht Skript hinzufügen, laden, und zwar das vom Leuchter. Leuchter. Genau, da geht es da durch und alles, was mit Flammen beginnt, sind die Dinger. Jetzt mal speichern wir den Scheiß. Leuchter klein, machen wir einen Groß draus. Genau, machen wir einen Groß draus. Was machen wir noch? Damit dürfte das jetzt auch funktionieren. So. Speichert mich noch, aber egal. Leuchter groß. Note to D. Moment. Hat man den Szene öffnen? Szene öffnen. Hat man den Leuchter groß überhaupt? Den benennen wir noch um. Damit der A wirklich. Oh. Der heißt falsch. Szene speichern als Leuchtturm. Die sind alle falsch. Die sind alle Läuter. Ich kann nicht mehr schreiben. Das ändern wir mal schnell. Szene. Das passiert, wenn man zu blöd ist. Oh. Sie speichern. Das ist, wenn passiert, wenn man zu blöd ist. Ist richtig zu schreiben. Aber Skript nenne ich jetzt nicht. Sondern zu doof. Ja gut, die sind alle richtig geschrieben. Also. Leuchter groß, Leuchter klein. Unten Leuchter groß, unten Leuchter klein. Schmeiß mal weg. Löschen. Ja, entfernen. So. Jetzt haben wir das Not anhängen. Wir brauchen. Ups. Ah, ne. Ah, das ist eine 2D-Feder mit 2D Physics. Ah ja. Hochinteressant. Laden. Da knallen wir hier. So.
Taverne. Hier wir das Übliche nehmen. Leuchter. Was ich mal machen muss, was ich aber mal später machen werde, ist wahrscheinlich die ganzen Grafiken, die hier auch speziell für die Godot Engine angepasst sind, einfach mal veröffentlichen, sodass die jeder kaufen kann, sich besorgen kann. Charakter, Leuchter, so, ein Einzelhammer, ja, gehen wir von links nach rechts, sonst wird das ja doof. Das ist Y-16, so. Szene hinzu. Flamme. Ich muss dann unbedingt mal den Leuchter muss ich dann unbedingt testen. Da wirklich so funktioniert, wie ich mir das denke. Weil das wäre dann wäre schlecht, wenn der Dreier unverhofft Fehler hat. Zwei, wenn der unverhofft Fehler einbaut. So, jetzt das machen wir mal so. Den Leuchter schieben wir mal schnell oben in der Ecke. Testen wir den mal. Das Color Hack. So. Visibility. Und dann. Note. Canvas Modulate. Oh, muss ich erstmal speichern. Szene speichern. Haben wir es hier schon? Ja, gut, Szene speichern als. Das speichern wir als Scene. Achso, hier fehlt noch was. Ich hab vergessen, das Skript zu laden. Das wäre scheiße, wenn man Skripte vergessen, die wichtig sind. So. Ah ja. Genau das ist der Mist. Beginn doch auch mit Flamme. Was passiert denn? Mach. Hochinteressant. Irgendwas will ich ja nicht. Das ist nicht schön. Also, da geht da durch. So. Die beginnen alle gleich. Ich denke, ich mache hier mal einen Cut, damit ich in Ruhe Fehlersuche gehen kann. Ich werde mal sagen, woran es liegt. So. Noch auf, oder? Ja. Läuft. Gut. So, Problem war ein ganz einfaches. Bei dieser Schleife da habe ich statt
dieses Child Note zu prüfen, einfach hier immer nur wieder auf Flamme auf dieses Ding noch verwiesen. Also da stande schlicht Amos. Da stand schlicht sowas da. Das war aber Unsinn, weil das ist ein fester Zeiger. Auf diesen Kram. Boah, geht der ja nicht hier diesen ganzen Kram ab. So, das können wir mal weg. Damit funktioniert das jetzt. Außerdem war. Ah, ich habe woanders gesucht, da hat es mir ja diesen Teil mal kurz zerschossen. So. Bauen wir mal schnell hier weiter. So, der zweite Leuchter, da brauchen wir aber keine neue Sache anfangen. Das können wir einfach so machen. Indem wir hier einfach die Grafik ändern, laden. Leuchter, Leuchter. So. Können wir dann nur die Flamme verschieben. Flamme 2 war es. Ups. Ah ja, jetzt kann ich ja nicht Flamme 2 verschieben. Ah ja, jetzt ist die Flamme 3 im Weg. Dann müssen wir es halt so machen. Minus 28. Oh, minus 29. Oh, ist über den Schuh raus. Szene speichern als, das ist jetzt die Kerze leuchtet, das ist jetzt 2, machen wir daraus 1, obwohl da kann man jetzt weglassen, speichern, so, das Ding können wir jetzt abschließen, wird nicht mehr gebraucht, im Szene öffnen, das stimmt jetzt so, genau. Ja, das passt. Jetzt schließen. Ach, verdammt. Machen wir anders. Szene öffnen. Das Ding hat man nämlich gleich behalten können. Und einfach Sprite. Das ist jetzt nämlich die Kerzen 3. Right, laden, Objekte, Charakter, Leuchter, Leuchter. Und die normale Flamme entfernen wir. Flamme löschen, ja. Szene speichern als. Kerze. Wo da das Diagramm ist. Und dann nehmen wir nochmal das. Laden. Objekte, Charaktere. Leuchter, Leuchter. Das machen wir rechts. Flamme 3 verschieben wir. Und dann passt das. Genau. Szene speichern als. Rechtskerze. So. Stimmt da jetzt so, oder? Mal blühen rechts, links, klein, groß und 2x3, gut. Das passt soweit. So, now to die Plattform. Obwohl, ne, da machen wir erstmal hier einfach nur Node anhängen, Spray. Da hängen wir es. Wobei, ne, da können wir gleich das im Grunde entfernen, weil
baut ja jetzt alles auf diesen Sprite hier auf. Ich bei den anderen eigentlich auch machen können. Ja, gut. Zu die, wo haben wir es denn jetzt? Ach, hier Leuchter. Gedanke ist nämlich, dass auf die Plattformen. Auf diese Plattformen dann Leuchter drauf kommen. Gelb. So, diese Plattform hat auf jeden Fall mal diese Plattform, die hat auf jeden Fall mal einen statischen Kollisionskörper und einen Kollision. Genau. Zeichnen, jetzt brauchen wir mal kurz das. Wird wohl doch nichts. Scheiße. Also. So, da haben wir unser Kollisionspolygon und dann brauchen wir noch Node. Wie können wir das eigentlich dann? Können wir das auch? Nein, das ist mal kurz eine interessante Frage. Das wäre jetzt mal hochinteressant. Dann sehe ich hier nicht, wie es gehen soll, aber eventuell, wenn man ein Skript. Blödsinn, lass mal raus, weil wir wollen ja nur die Polygone austauschen. Halt. Okkluder. Okkluder ist ein wird gesetzt Study. Speicher, nee, nee, nicht beim Leuchter, nee, sondern bei der Plattform. Gelb.c speichern. Strich.
Test testen wir jetzt mal, ob es funktioniert. Übel. Achso, kann ja nicht funktionieren. Kann ja nicht, kann man ja nicht sehen. Gut. Bauen wir jetzt mal schnell eine Szene drauf auf. Und zwar bauen wir hier einen Leuchter ein. Kleiner Leicht. Kleiner Leuchter reicht vollkommen aus. Dann. Wo haben wir es? Color. Ich muss dann mal schauen. Wo liegt die eigene Ressource eigentlich? Die liegt an der völlig falschen Stelle. Ich muss mal gleich mal verschieben. Das geht so nicht. Löschen. So. Das verschieben zu, damit ja mal passt, Leuchter, ja, überschreiben. So, jetzt fügen wir den Mist wieder ein, damit es auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Plattform. So, ja, was brauchen wir noch? Node anhängen, wir brauchen. Color Rect möglichst groß. Visible behind parent und okay. Ah ja. Gut zu wissen. Punkt. Polygon. Szene speichern. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Sonst muss ich, Index. Polygon. So könnte was draus werden. Dann eben nicht. Dann zeichnen wir halt den Scheiß komplett für sich selbst, indem wir sagen, Light, irgendwas. Da können wir das Skript dann auch löschen, wenn das so nicht funktioniert. So, dann machen wir das. So, das Ding, nee, das Ding wollte ich jetzt wieder entfernen.
Division. Wie bitte was? Stimmt doch was nicht. Leitmaß, jetzt muss ich nochmal auf Flamination, das ist doch scheiße. Flamme. Wo, was zur Heng Hölle? Warum will das nicht? Schieben wir das mal. Ja, doch, das passt schön zu irgendwie. Aber irgendwas stimmt hier irgendwas passt hier. Z. Vollkommen egal. Z. Eigentlich müsste jetzt hier ein Schatten entstehen. Aber komisch. Warum wirft das Drecksding keinen Schatten? Das gefällt mir gar nicht. Das soll eigentlich Schatten werfen. Ja gut, ich mache jetzt nochmal Pause, damit ich hier in Ruhe Schatten Fehler suchen kann. Vielleicht gibt es ja mal nicht noch weiteres Video und das war's. Erstmal mit diesen Plattformen und Kerzen. Das nächste Video wird dann die 3D-Modelle sein.